Also, mein Name ist Ronald Sörensen. Ich bin Pressesprecherin und verantwortlich für die Kommunikation bei Changing Cities. Und mit mir zusammen sitzt der Dennis Petri im Vorstand von Changing Cities und einer der Mitinitiatoren des Volksentscheid-Fahrrad zurück in 2015. Genau, 4 Jahre Mobilitätsgesetz, Knall oder Fall haben wir es genannt. Es geht uns, wie immer, um die lebenswerte Städte für alle. Und ich habe heute in diesem Fall nicht ein Bild gewählt mit Radfahrenden, weil wir tatsächlich langsam unseren Perspektiven auch ausweiten und versuchen, zunehmend andere Gruppen mit einzubeziehen in unsere Zielsetzung. Also nicht nur Fokus auf die Radfahrende, sondern mit dem Fokus auf alle Menschen. Gehen wir kurz zurück vom Volksentscheid zum Fahrrad zum Mobilitätsgesetz. Wir haben 2015 10 Forderungen aufgestellt für ein Radgesetz in Berlin. Die sind hier kurz abgebildet, nichts Besonderes. 100 Radschnellwege für Pendler auf dem Rad in die Stadt oder 2 Meter breite Radwege an allen Hauptstraßen zum Beispiel. Wir sammelten dann innerhalb von 3,5 Wochen über 105.000 Unterschriften. 20.000 waren erforderlich, aber der Zulauf war halt enorm. Wir hatten den richtigen Move zum richtigen Zeitpunkt in 2016, kurz im Zusammenhang mit der Wahl zum Senat, wo eben der rot-rot-grüne Koalition gewählt wurde und die aufgrund der überwältigenden Zustimmung zu unserem Vorhaben, zum Volksentscheid, gesagt haben, gut, wir gehen in Verhandlungen mit euch und wir haben dann eben mit anderen Verbänden zusammen, BUND und ADFC in erster Linie und Fuß e.V., das Mobilitätsgesetz dann verhandelt. Was wir am Anfang gesagt haben, wir wollen ein Radgesetz, haben wir auch bekommen, aber zusätzlich gibt es natürlich dazu ein Fußteil und ein Wirtschaftsteil, was natürlich auch sinnvoll ist, dass wir nicht nur ausschließlich auf den Radverkehr fokussieren. Die Changing Cities Bewegung hat sich enorm erweitert. Wir haben heute 53 Radentscheide in Deutschland. Also das ist eine wahnsinnige Steigerung. 2020 war das Jahr, da hatten wir 16 neue Radentscheide. Und was nicht mit hier draufsteht auf den Runden, ist natürlich ganz entscheidend Bayern, das als Flächenland, das in diesem Jahr dazugekommen ist, vor wenigen Wochen auch ein Radentscheid gestartet hat für Fuß- und radfreundlicheres Land, für ein ganzes Land, für ein ganzes Bundesland. Wir sind jetzt 4 Jahre nach der Verabschiedung des Gesetzes und wir müssen einfach sagen, der Handlungsdruck wächst. Wir stehen vor einer Umsetzungslücke, denn seit 1990 sind nicht nur die absoluten Werte, sondern auch die Pro-Kopf-Emissionen aus dem CO2 in dem Berliner Verkehr unverändert bzw. angestiegen. Das heißt, wir haben also wir stehen heute nicht mit einem kleineren Problem als vor 4 Jahren, sondern das Problem wächst und wächst. Die Zulassungszahlen wachsen. Und wenn wir das nicht im Vergleich zu 1990 setzen, sondern im Vergleich zu 19, sind es tatsächlich 44%, die wir bis 2030 reduzieren müssen. Also eine Riesenaufgabe. Die Hälfte der Emissionen muss allein in Berlin aus dem Verkehrssektor raus. Wir hatten letztes Jahr natürlich auch eine Bilanz gezogen. Der Output 2021 im Vergleich zur Gesamtaufgabe war ernüchternd. Ich will das jetzt nicht alles in kleinem Detail durchgehen, aber man sieht hier fertiggestellt 2020 ist doch sehr oft 0% von dem, was wir eigentlich hätte machen müssen. Also wir haben schon letztes Jahr gesehen, es knirscht ganz gewaltig in dem Mobilitätsgesetz. Und was wir natürlich festgestellt haben, die Geschwindigkeit, mit der 2020
das schnellste Jahr bisher in Berlin, wo mit in Bezug auf die Radverkehrsanlagen oder Errichtung von Radverkehrsanlagen, war trotzdem so langsam, dass wir 100 bis 200 Jahre bräuchten, um das Gesetz quasi umgesetzt zu sehen. Guck mir dann heute an, wie es aussieht. Wir haben seit letztem Jahr neuerdings, kann man sagen, einen Radverkehrsplan und ein Radnetz. Wir haben hier versucht, in der grafisch darzustellen, wie die Entwicklung aussehen soll. Also die blaue Linie ist hier das Gesamtzoll des der Senatsverwaltung nach dem Radverkehrsplan. Und die rote Linie ist eine kumulierte Gesamtzoll, wo wir einfach nur eine geradlinige Steigerung geplant haben, um zum gleichen Ziel zu kommen. Wie man hier sieht, die Senatsverwaltung geht quasi von 0% Umsetzung aus bis 2021, bis letztes Jahr, und fangen dann so langsam an, dass wir in die Pötte kommen. Und man sieht in den Unterschied zwischen den beiden Graphen, wie enorm groß der Unterschied zu einem durchschnittlichen Vorankommen ist. Und was man auch dazu sagen muss, in den letzten Jahren des Mobilitätsgesetzes in der Umsetzung muss die Senatsverwaltung quasi 6-mal so viel erledigen wie in 2022. Also da sind enorme Aufgaben, die vor uns stehen. Gucken wir dann heute auf die Radschnellverbindung zum Beispiel, sehen wir, es ist nichts errichtet, 0%. Und die Planungen sind deutlich hinter dem eigenen Zeitplan. Eine Planung ist abgebrochen komplett und zwei sind unterbrochen, weil es da offensichtlich Probleme gab. Also da sind wir auch tatsächlich richtig im Verzug. In Bezug auf das Vorrangnetz ist etwas mehr als 1% der Netzlänge erstellt. Allerdings sind diese auch nur unvollständig. Also oft fehlen die Lichtsignalanlagen oder die Kreuzungen sind eben noch gar nicht in irgendeiner Art und Weise sicher gemacht. Bezüglich auf das Ergänzungsnetz, da sehen wir leider eine Umsetzungsrate von unter 1% der Netzlänge. Bei den Hauptverkehrsstraßen ähnlich weniger als 1% der Netzlänge ist tatsächlich umgesetzt heute. Und wenn wir auf das Vorrangnetz nur 2022 und 2023 sehen, da sieht der Radverkehrsplan 100 Kilometer vor, da fehlt uns, wir sehen das nicht, wo das ist, der Planungsvorlauf. Also um etwas zu bauen, muss man es ja erstmal in der Vorplanung gehen. Das sehen wir tatsächlich nicht so, dass wir sehr in Frage stellen, dass der Senat tatsächlich 100 Kilometer bis Ende 2023 schaffen würde. Was dazu kommt, ist, dass für alle Netzbestandteile fehlt jeglicher Planungsvorlauf, auch für die Jahre ab 2024. Das ist natürlich klar, wenn man sowas, der ganze Vorlauf, wenn man das Ergänzungsnetz, glaube ich, ist 25, will man anfangen, da zu bauen, aber da muss man natürlich nicht Mitte 24 anfangen zu planen, sondern Jahre vorher, sonst wird das eben nichts. Gucken wir uns nochmal die finanzielle Ausstattung des Radverkehrsplans an. Ich habe hier das Vorrangnetz rausgenommen, weil es ein wesentlicher Teil ist natürlich. Es ist laut Radverkehrsplan 850 Kilometer lang. Die Planungs- und Baukosten betragen 670 Millionen Euro. Die Fertigstellung soll 2027 sein, also in 5 Jahren. Geplant ist laut dem Radverkehrsplan 40 Kilometer dieses Jahr und 60 Kilometer nächstes Jahr. Ich habe es gerade erwähnt. Das kostet, wenn man ein bisschen rechnet, also 100 Kilometer von 850 Kilometer, sind etwa 80 Millionen Euro. Im Haushalt allerdings finden wir nur 27 plus 32 Millionen insgesamt, also knapp 60 Millionen. Und zwar so für alle Radverkehrsmaßnahmen. Das heißt, wir haben also hier eine Lücke
nur für das Vorrangnetz von 20 Millionen Euro in den nächsten 2 Jahren. Plus alles andere, was noch gemacht werden. Der Vorplanung des Vorrangnetzes, die sehen nämlich so aus, was errichtet, fertiggestellt werden muss, 2024 100 Kilometer, 150 Kilometer 2025 und jeweils 250 Kilometer in den Jahren 2026 und 2027. Diese Vorplanung ist nicht im Haushalt quasi eingeplant. Der Planung des Ergänzungsnetzes mit Baubeginn 2025, Fehlanzeige. Planung und Bausausführung der Radschnellverbindung, auch kein Geld dafür. Für Fahrradparkhäuser und Fahrradbügel ebenso nicht und für alle anderen sonstigen Maßnahmen, die sich aus dem Mobilitätsgesetz ergeben, fehlt uns auch tatsächlich Gelder. Wir stehen also gegenüber einer gewaltigen Unterfinanzierung des Mobilitätsgesetzes. Nicht nur in der Zukunft, sondern heute. Die offene Baustelle, AV, Rad- und Gehwege, wir wollen dazu nichts mehr sagen, außer dass wir seit 2017 keine Neuigkeiten dazu haben. Und jetzt gebe ich dann weiter oder über an Dennis. Bitte. Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich möchte noch mal ganz kurz alle bitten, ihr Mikrofon auszuschalten, damit wir keine Nebengeräusche hier haben. Und ich möchte ganz kurz eine Bewertung abgeben unserer neuen alten Landesregierung. Wir haben ja letztes Jahr Wahlen zum Abgeordnetenhaus gehabt. Herausgekommen ist dort eine Koalition der Landesregierung Rot-Grün-Rot. Also wir haben dieselben Parteien, die zusammensitzen, die allerdings in etwas unterschiedlicher, in unterschiedlichen Mengenverhältnissen dort drin sind. Deswegen Rot-Grün-Rot. Ich werde starten mit einer kurzen Bewertung zum Koalitionsvertrag. Dann werde ich nochmal über die aktuellen Haushaltssituationen und einige anstehende Aufgaben kurz berichten. Wir haben bei Rot-Grün-Rot, der Radverkehr im Koalitionsvertrag ist aufgenommen, und zwar tatsächlich im Koalitionsvertrag sogar ambitionierter als im Radverkehrsplan. Dort heißt es, bis zum Jahr 2026 soll die Realisierung des Vorrangnetzes und geschützter Radinfrastruktur und Hauptstraßen erfolgen. Innerhalb eines Jahres wird der Radverkehrsplan durch einen Maßnahmenplan ergänzt, die Konflikte bei Überlagerungen und so weiter und so weiter. Das ist erstmal gut, das ist die Umsetzung geltenden Rechts in den Richtlinien der Regierungsarbeit, die dann das Verwaltungshandeln bestimmen, ist die Zahl 2026 auf 2027 dann herabgesetzt worden. Also man hat da die Ambitionen wieder runtergeschraubt, bewegt sich aber da immer noch im Rahmen des Radverkehrsplans, der übrigens auch vorschreibt, dass binnen 6 Monaten nach Verabschiedung, das war im Dezember, Anfang Dezember letzten Jahres, ein Netzänderungsverfahren eingesetzt wird. Und bindet eines Jahres, also bis Dezember diesen Jahres, der Maßnahmenplan erstellt wird. Im Moment wissen wir nicht, wie dort der Status ist. Wir wissen nicht, ob das Netzänderungsverfahren bereits etabliert und ausgearbeitet und etabliert ist. Wir wissen auch nicht, ob der Maßnahmenplan bislang angegangen ist. Aber soweit referiert der Koalitionsvertrag erstmal die geltende Rechtslage, denn der Radverkehrsplan ist ja, das muss man immer wieder sagen, kein reines Planungsdokument, sondern geltendes Recht, weil er als Rechtsverordnung verabschiedet wurde. Nächste Folie. Ach, hast du schon. Okay, danke. Entschuldigung. Gehen nochmal eins zurück. Entschuldigung, bitte. Wir haben hier 2 Monitore, 2 Personen. Zum Thema Kiezblocks. Wir haben, wie Sie sicher wissen, 2019 die Kampagne gestartet für Kiezblocks in Berlin. Kiezblocks sind seinerzeit oder sind angelehnt in der Idee an die Super-Eos in Barcelona, Superblocks. Wir wollen also die Straßen innerhalb der Kieze gerne öffnen für den Rad- und Fußverkehr und den motorisierten Durchgangsverkehr reduzieren. Das hat die neue Koalition aufgegriffen in ihrem Koalitionsvertrag tatsächlich.
was wir als Erfolg unserer Arbeit an dieser Stelle auch werten. Es gibt inzwischen, da kommen wir gleich noch zu, knapp 60 Initiativen in Berlin für Kiezblocks und eine ganze Reihe beschlossener. Die Koalition hat sich also vorgenommen, in Wohngebieten unterstützt die Koalition Maßnahmen zur Vermeidung von motorisiertem Durchgangsverkehr und zur Verkehrsbereinigung, zum Beispiel Kiezblocks. Die Koalition wird diese Maßnahmen durch ein Förderprogramm für Quartiersumgestaltung unterstützen, Seite 61 im Koalitionsvertrag. Und beim Thema Verkehrssicherheit hat die Koalition sich vorgenommen, die Leitlinie der Koalition ist Vision Zero, auch hier referiert sie im Wesentlichen das Mobilitätsgesetz zur Vermeidung von Verkehrsunfällen mit Personenschäden. Die Koalition wird das Verkehrssicherheitsprogramm entsprechend der Ziele des Politikrahmens Verkehrssicherheit 2021 bis 2030 der EU weiterentwickeln. Das ist tatsächlich nochmal ein Novum, denn die Koalition hat sich damit darauf verständigt, dass das Verkehrssicherheitsprogramm der Zielsetzung folgt, die Zahl der schweren Personenschäden in Berlin bis 2030 um 50% zu senken des Stichtags 2020. Es wird derzeit entwickelt. Der Prozess stimmt vorsichtig optimistisch. Dort werden eine ganze Reihe von Stakeholderinnen eingebunden. Aber ob am Ende tatsächlich diese Anforderungen enthalten sind und vor allem, daran krankte ja das letzte Verkehrssicherheitsprogramm, nicht an Zielen, sondern an geeigneten Maßnahmen, also ob es mit geeigneten Maßnahmen unterlegt wird, das steht im Moment noch in den Sternen. Also auch hier sind wir noch in einem offenen Prozess. Jetzt schauen wir uns mal an, denn wir müssen ja schauen, wenn wir solche Ziele umsetzen wollen, müssen wir ja schauen, wie sind sie denn tatsächlich untersetzt. Und hier müssen wir tatsächlich unsere große Enttäuschung kundgeben, denn die Realität im Entwurf zum Doppelhaushalt sah durchaus anders aus. Wir haben uns hier mal den Spaß gemacht, die einzelnen Titel für den Radverkehr, für den Fußverkehr, für die Verkehrssicherheit und auch für die Gelder, die die Bezirke bekommen, im Haushaltsentwurf der Senatsverwaltung für Umweltverkehr und Umwelt, Mobilität, Verbraucher und Klimaschutz, wie sie jetzt heißt, aufzuzählen. Und wie man sieht, hat die Senatsverwaltung gegenüber 2021, wo sie 32,1 Millionen für den Radverkehr im Ansatz hatte, für die Infrastrukturmaßnahmen des Radverkehrs im Ansatz hatte, ihren Ansatz an Ausgaben für 2022 um knapp 6 Millionen gesenkt und für 2023 nochmal, also insgesamt um knapp 3 Millionen. Raunhild Sörensen hat vorhin ausgeführt, dass wir eigentlich an dieser Stelle einen Aufwuchs an Mitteln bräuchten. Vor allem bräuchten wir den Aufwuchs an Mitteln genau deswegen, weil wir ja jetzt schon in die Planung für die Projekte für 23, 24, 25 und 26 einsteigen müssen. Das heißt, auch dort haben die Planerinnen und Planer keine Sicherheit bekommen mit dem Entwurf, den die Senatsverwaltung vorgelegt hat. Beim Fußverkehr haben wir leichte Zuwächse zu verzeichnen tatsächlich. Auch bei der Verkehrssicherheit haben wir leichte Zuwächse zu verzeichnen im Ansatz. Also da ist man zumindest ein wenig vorangegangen. Bei den Geldern für die Bezirke sieht man aber erneut, dass dort ganz erhebliche Kürzungen vorgesehen waren, nämlich zum Beispiel in dem Dienstleistungstitel im Kapitel 27.07, 54.010, hat man im Teil Ansatz 1, Verkehrskonzepte, Entwicklung und Beteiligung, den Ansatz um 600.000 Euro, also um 60% gekürzt der Gelder für die Bezirke, die zum Beispiel für die Entwicklung von Kiezblocks zur Verfügung stehen. Auch das schulische Mobilitätsmanagement hat man mehr als halbiert. Einzig und allein die temporären Spielstraßen hat man 50.000 Euro pro Jahr dort im Ansatz der Verkehrsverwaltung noch aufgeführt. Das Abgeordnetenhaus hat dann in den Haushaltsberatungen nochmal etwas draufgelegt, tatsächlich, muss man sagen. Also dort wurden diese Kürzungen, die durch die SEN-UMVK vorgenommen wurden, teilweise zumindest korrigiert. Wir erreichen beim Radverkehr für dieses Jahr
ungefähr 28 Millionen Euro. Und für nächstes Jahr im Beschluss des Abgeordnetenhauses sind wir wieder auf dem Niveau von 2021. Sie werden aber bemerkt haben in der Vorrede von Frau Sörensen, dass wir dort lange nicht ausreichend finanziert sind. Wir haben für die allein für das Vorrangnetz, wenn man jetzt die gesamten Gelder im Radverkehr dafür verwenden würde, haben wir eine Unterfinanzierung von 25% für dieses und nächstes Jahr. Also die Korrektur des Abgeordnetenhauses hat zwar eingegriffen, aber auch hier hat man das Abgeordnetenhaus nicht die Kraft gehabt, tatsächlich die benötigten Mittel auch bereitzustellen. Für den Fußverkehr gab es leichte Aufwächse. Auch beim Thema Verkehrssicherheit hat das Abgeordnetenhaus nochmal eine Schippe draufgelegt. Sehr begrüßen tun wir allerdings tatsächlich, dass das in der im Koalitionsvertrag anvisierte Programm für Kiezblocks, für Verkehrsberuhigung, Quartiersumgestaltungen, das im Haushaltsentwurf der ZenUVK nicht vorgesehen war, durch das Abgeordnetenhaus tatsächlich nochmal für die beiden kommenden Jahre mit insgesamt 30 Millionen Euro mit einem neuen Haushaltstitel im Kapitel 2707 unterlegt wurde. Hier sieht man aber tatsächlich nochmal auch die Prioritätensetzung. Da komme ich gleich nochmal zu. Ich möchte nochmal ganz kurz zum Thema Personal kommen. Hierzu habe ich Ihnen ein Zitat kopiert aus der Sammelvorlage, die die Senatsverwaltung bei der Beantwortung der Fragen zum Doppelhaushalt an das Abgeordnetenhaus gesendet hat. Hier sehen Sie, dass offensichtlich bislang kein Stellenaufwuchs beim Thema Radverkehr vorgesehen ist. Weder bei der Infravelo noch in der Senatsverwaltung, da windet man sich etwas, aber bislang gibt es dort keine Anzeichen, dass diese Stellen dort auch verortet werden. Und das ist genau das Problem, das Frau Sörensen beschrieben hat. Wir brauchen eigentlich jetzt die Stellen und müssen die möglichst bald mit Personal besetzen, trotz aller Schwierigkeiten, die es dort gibt, die wir auch nicht kleinreden wollen, geeignetes Personal zu finden. Trotzdem brauchen wir die im Stellenplan und die entsprechenden Bemühungen der Senatsverwaltung, damit wir das Personal haben, um gegebenenfalls mehr Mittel, die wir im nächsten Doppelhaushalt 2024/25 dann vielleicht bekommen, überhaupt jetzt schon verplanen zu können. Also wir sind sozusagen in der Situation, dass wir uns jetzt schon die Radverkehrswende und die Planungen für die kommenden, also bis Mitte, mindestens Mitte des Jahrzehnts verhageln und wir den vom Radverkehrsplan geforderten Aufwuchs an Geldern überhaupt gar nicht auf die Straße bringen könnten, so wie ihn denn überhaupt bekämen in der nächsten, im nächsten Doppelhaushalt. Wenn wir also die Realität des Landeshaushalts mit dem Koalitionsvertrag und vor allem auch den rechtlichen Gegebenheiten, nämlich den Radverkehrsplan, vergleichen, dann sehen wir, es gibt kein neues Personal, das ist nicht in Sicht. Der Haushaltsentwurf missachtet den Koalitionsvertrag grob tatsächlich, zum Beispiel durch die Nichtaufführung des Förderprogramms für Quartiersumgestaltung, aber auch die Umsetzung des Radverkehrsplans wird dort nicht abgebildet. Also auch die rechtliche Umsetzung nicht. Und die Abgeordneten korrigieren diese Fehler zwar in Teilen, aber dem Parlament fehlt auch die Konsequenz, hier beim Radverkehrsplan die ausreichenden Mittel zu allozieren. Wenn wir das also zusammenfassen, oder wenn wir nochmal schauen, wie sieht es denn bei anderen Sachen aus? Man könnte jetzt sagen, okay, wir haben einen Sparhaushalt, alle müssen sparen. Das stimmt aber tatsächlich nicht. Wir haben bei anderen Titeln im Haushaltsentwurf, haben wir überhaupt gar kein Problem, Aufwüchse zu realisieren, auch in der Vorgabe der ZenUVK, im Gesamthaus dort. Dort werden große Straßenbauprojekte weiter unvermittelt weitergeführt. Ich nenne zum Beispiel den Titel 72002 im Kapitel 740. Dort werden Maßnahmen im Zusammenhang mit Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen von 1,9 Millionen in 2021 auf 5,4 bzw. 7,0 Millionen in 2022 und 2023 hochgesetzt. Wir haben auch in anderen Teilen des Haushaltes der Senatsverwaltung, also im Einzelplan 7, zum Beispiel beim Zuschuss an die Grünen Berlin für Investitionen,
Das ist das Kapitel 750 im Titel 89145. Die werden von 6 Millionen auf 9,8 Millionen bzw. 8,6 Millionen erhöht. Ich finde, das sind alles Punkte, die kann man tatsächlich so machen. Aber was man da sieht, ist, dass der Mittelabfluss auch nach 4 Jahren Mobilitätsgesetz im Radverkehrsteil nicht funktioniert. Und das ist tatsächlich die Aufgabe der Hausleitung, das entsprechend zu organisieren. Wir haben jetzt einige Neuerungen tatsächlich. Die Senatorin hat ja relativ früh auch im 100-Tage-Programm ihre Projektgruppe vorgestellt für die Beschleunigung des Radwegeausbaus an Hauptstraßen. Diese Projektgruppe soll mit vereinfachten Geschäftsprozessen zur Beschleunigung der Planung an Hauptverkehrsstraßen führen. Das sind letzten Endes die Erfahrungen aus den Pop-up-Radwegen, die dort verarbeitet werden. Überall dort, wo kein Bagger kommen muss, ist sozusagen der Gedanke, das über straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zu machen. Diese Projektgruppe ist allerdings nach unserem Wissen bislang personell viel zu schwach besetzt, um die Bedarfsmeldungen der Bezirke überhaupt zu bearbeiten. Also wir haben dort, soweit wir wissen, 2 bis 3 Personen in der Infravelo und der Hauptverwaltung insgesamt, die in dieser Projektgruppe dann zusammenarbeiten, und die machen das als Zugleichaufgabe. Das heißt, die müssen den ganzen anderen Rest auch noch machen. Das heißt, wir haben dort einen personellen Bottleneck, da gab es jetzt ein paar Projekte, aber letzten Endes kann diese Projektgruppe im Moment die Bedarfsmeldungen der Bezirke, es haben sich ja eine ganze Reihe von Bezirken, 10, soweit ich weiß, bereit erklärt, mit der Projektgruppe zusammenzuarbeiten, überhaupt gar nicht alle abarbeiten, um hier zu einer wesentlichen Beschleunigung zu bekommen. Und das ist unserer Meinung nach ja auch ein schöner Ausweg, dass man sich nicht darum kümmern muss, die Bezirke, die sich bislang noch weigern, geltendes Recht umzusetzen. Das muss man sich mal vorstellen. Es gibt Teile der Verwaltung in Berlin, die sich weigern, geltendes Recht, den Radverkehrsplan umzusetzen, dort sich mit anderen Maßnahmen, die Gesetze des Landes Berlins vorsehen, um sich mit Bezirken, die Aufgaben verweigern, auseinanderzusetzen, das in Gang zu setzen. Man setzt dort also immer noch auf Freiwilligkeit, obwohl aus der Erfahrung der letzten Jahre vollkommen klar ist, dass die Freiwilligkeit der Bezirke nicht immer und überall gegeben ist, ganz unabhängig davon, ob sie die Kapazitäten haben oder nicht. Die eigentliche Aufgabe, vor der die Senatorin aber steht, ist nochmal im Koalitionsvertrag, also bei den Prozessen nochmal steht, ist eigentlich im Koalitionsvertrag schon vorgegeben. Dort heißt es nämlich im Verwaltungskapitel auf Seite 133, die Zuständigkeit für Planung, Bau und Instandhaltung der Hauptverkehrsstraßen für den gesamten Querschnitt sowie für die Fahrradstationen und Fahrradparkhäuser geht von den Bezirken an den Senat über. Im für Verkehr zuständigen Senatsressort wird eine zentrale Organisationseinheit aufgebaut, um die neuen Aufgaben gebündelt zu bewerkstelligen. Diese wird mit den notwendigen Personal- und Finanzressourcen ausgestattet. Dabei wird auch der Aufbau eigener Baukapazitäten geprüft. Das heißt nichts anderes, als dass wir ein Landestiefbauamt aufbauen wollen. Das hat sich die Koalition vorgenommen. Und wenn man sich mal anschaut, das ist eine strategische Großaufgabe in der Verwaltungsreform, die tatsächlich in der Umsetzung auch des Radverkehrsplans, aber sicher auch bei der ÖPNV-Beschleunigung und so weiter, eine ganze Reihe reißen wird. Aber das ist eine langfristige Aufgabe, die man angehen muss. Ja, das wird mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Möglicherweise muss das AZG, das Allgemeine Zuständigkeitsgesetz, dafür auch mehr als einmal geändert werden. Erstmal mit Experimentierklauseln, dann mit der Übergabe in die Senatsverwaltung. Also, und das, diese strategische Aufgabe, die findet sich im Doppelhaushalt überhaupt gar nicht abgebildet, weder beim Personal noch beim Geld. Das heißt, es ist vollkommen unklar, ob dort in den nächsten 2 Jahren oder in den nächsten 1,5 Jahren irgendetwas passiert. Und wenn man sich aber anschaut, der nächste Haushalt wird im Sommer nächsten Jahres verabschiedet, dann ist die Legislaturperiode aber nur noch 3 Jahre lang. Und wir haben im Moment arge Zweifel, dass dieses Großprojekt mit diesem langsamen Anlauf, den wir jetzt bemerken oder eben nicht bemerken, überhaupt zum Erfolg geführt wird.
Knall oder Fall? Unserer Ansicht nach sind die Jahre 2022 und 2023 die entscheidenden Jahre sein, ob das Mobilitätsgesetz überhaupt noch auf die Straße kommt. Wir haben die ersten 4 Jahre seit Entstehen des Mobilitätsgesetzes jetzt im Klein-Klein rumgewurstelt. Und jetzt bleiben noch 8 Jahre zur Umsetzung des Radverkehrsnetzes. Über die Fortschritte hat Frau Sörensen ja schon berichtet. Wir sehen im Moment nicht, dass strategisch zentrale Aufgaben und Prozesse in der nötigen Konsequenz angegangen werden, also die Geschäftsprozesse zum einfachen Aufbau eines Landestiefbauamtes. Die Frage auch, ob man Vorrangnetze nochmal anders angeht. All das mag in der Diskussion sein, aber uns liegen keine Informationen darüber vor, ob das Thema tatsächlich inzwischen angegangen wird. Wir sehen, dass beim Radverkehrsplan wir zwar eine Reihe von Lippenbekenntnissen haben aus der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher und Klimaschutz, aber das geltende Recht, eben dieser Radverkehrsplan, nicht umgesetzt wird, also die ZMVK versagt die Umsetzung des geltenden Rechts. Und tatsächlich waren wir wirklich, wirklich entsetzt, als wir diesen Haushaltsentwurf gesehen haben, denn das Signal, das daraus kommt, das ist ja verheerend. Ja? Wenn eine Senatorin, eine grüne Senatorin, die auch nochmal angetreten ist, mit dem Wunsch und auch dem Ziel, den Radverkehr voranzubringen, ja, dort Kürzungen vornimmt. Und wenn eine grüne Senatorin, die angetreten ist, auch im Wahlkampf ja, sich sehr positiv auf Kiezblocks bezogen hat, das dann den Beschluss der Koalition nicht im Haushalt abbildet, dann müssen wir leider sagen, dass wir im Moment bei der Senatorin, bei Frau Jarasch, keine Priorität für den Radverkehr und den Fußverkehr bzw. Kiezblocks erkennen können. Das musste vom Abgeordnetenhaus teilweise korrigiert werden. Das ist dann schon so ein bisschen eine Enttäuschung, die ich hier auch transportieren möchte. Und wir sehen jetzt aufgrund auch dieser Sachen jetzt nicht zwangsläufig so optimistisch in die Zukunft, dass wir das noch hinkriegen oder dass die Senatorin das noch hinkriegt. Aber sie ist auch erst seit einem halben Jahr im Amt. Sie hat also da noch die Möglichkeit, tatsächlich auch faktisch jetzt korrigierend einzugreifen. Wenn wir jetzt schon nicht das Geld und das Personal haben, ja, dann muss sie jetzt mit Hochdruck diese strategischen Umorganisationsprozesse, die Vereinfachung der Geschäftsprozesse, die Verbesserung der Planungseffizienz vorantreiben, dass, wenn sie dann im nächsten Doppelhaushalt mehr Geld und mehr Personal dafür bereitstellt, sie in der Lage ist, das, was jetzt versäumt wird in den nächsten Jahren, dann doch noch aufzuholen. Und damit würde ich zurückgeben an Raunhild Sörensen, die Sie nochmal darüber informieren wird, was denn unsere Changing Cities-Projekte sind für die nächsten Monate und Jahre und wie wir als Organisation Bilanz ziehen unserer Arbeit. Vielen Dank. Ja, ich hoffe, ich bin jetzt zu hören. Wir müssen hier immer uns abwechseln, sonst gibt es Feedback-Schleifen. Also, vielen Dank erstmal. Wir stehen natürlich da, wir haben den Folgescheid gemacht oder durchgeführt. Wir haben das Mobilitätsgesetz verhandelt und leider festgestellt, dass nicht mal das geltende eine Rechtsgrundlage zu haben reicht, um die Verkehrswende voranzutreiben. Und wir haben deswegen Ende 2019 die Kiezblock-Bewegung initiiert. Da haben wir also innerhalb von ein paar Monaten, sind wir von null auf jetzt heute 59 Initiativen in der Stadt, die sich für Kiezblocks, also für weniger motorisierten Durchgangsverkehr einsetzen, in ihrem Wohnblock, in ihrem Wohnquartier. Wenn wir das im Detail angucken, ich verstehe das nicht hier, aber so ist es. Ich habe ein leicht schlechtes Bild, aber ich hoffe, man sieht es trotzdem. Wir haben hier die Kiezblocks abgebildet, die es gibt in Berlin, die 59 Initiativen. Die blauen sind da, wo man noch kämpfen muss. Die rosanen sind diejenigen, die in
Prozess sind, umgesetzt zu werden. Mehr will ich jetzt nicht sagen. Es sind noch lange nicht alle so weit, dass man sagen kann, das wird was. Aber was wir natürlich sehr erfreulich feststellen mussten vor wenigen Wochen, dass der Senat, dass der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg sich dafür entschieden hat, ihr komplettes Bezirk zu Verkehrs zu beruhigen. Und man sieht ja tatsächlich, wenn man den Unterschied, da sind enorm viele Initiativen in Friedrichshain-Kreuzberg und der Sprung, den ganzen Bezirk dort zu verkehrsberuhigend dort einzuführen, ist tatsächlich gar nicht mehr so groß. Und das ist natürlich für die Bewegung ein Riesenerfolg, dass wir nicht nur auf klein-klein rum agieren müssen, sondern dass tatsächlich ein ganzes Bezirk, ist ja quasi eine, entspricht ja eine westdeutsche oder ostdeutsche mittelgroße Stadt. So viele Menschen wohnen ja da. Also das ist ein enormer Erfolg, den wir weiterbauen wollen. Und wir sehen auch zunehmend, dass die Kiezblocks dass wir Anfragen aus dem Bund von bundesweit erhalten, um dort auch in den verschiedenen Städten das Prinzip der Verkehrsberuhigung umzusetzen. Wir haben eine zweite Kampagne in Gang gesetzt, und zwar etwas, was wir immer im Hinterkopf hatten, was uns immer wichtig war, aber jetzt haben wir gesagt, wir haben auch die Kapazitäten, tatsächlich eine Kampagne durchzuführen. Am 16. Juni, also von eben letzter Woche quasi, haben wir die gestartet. Unsere Forderungen sind 100 Schulzonen für Berlin und pro Jahr. Eine Schulzone ist ein Gebiet vor einer Schule, die wirklich autofrei ist. Während der Schulzeit, während der Betriebszeit, der Bildungseinrichtung, es kann auch eine Kita sein. Wir wollen mit dieser Kampagne auf den Konflikt hinweisen, dass Kinder im Prinzip nicht vorgesehen ist im Straßenraum im Moment. Und dass, indem wir ihnen physisch, praktisch, konkret Platz zurückgeben, schaffen wir Orte, wo die Kinder dann auch tatsächlich sich ausbreiten und sich entfalten können, was sie sonst nur hinter den auf dem Schulhof dürfen im Moment. Wenn wir das schaffen, das ist das smarte Ziel, das wir uns vorgenommen haben, 100 Schulzonen pro Jahr einzurichten, dann hätten wir in 2030 knapp 700 Grundschulen, und das sind tatsächlich die Berliner Schulen, die wären dann alle autofrei. Fazit von dem Ganzen: wir müssen es einfach so hart sagen, die Verkehrswende findet in Berlin noch nicht statt. Wir haben viele Ansätze, wir haben Gehwegvorstrecken, wir haben 400 Meter, 500 Meter Radwege, geschützte Radwege an Hauptstraßen an manchen Stellen. Es gibt Maßnahmen, es gibt auch strukturelle Sachen, aber die große Verkehrswende, die wirkliche Transformation, das andere Mindset findet in Berlin tatsächlich noch nicht statt. Und wir sehen das ja erschreckenderweise in diesem Doppelhaushalt, das soeben verabschiedet wurde. Meine Redezeit ist um und unsere Redezeit ist um, aber wir beziehen das auch auf das Mobilitätsgesetz. Es wird und wurde enorm viel darüber geredet, was zu tun ist. Wir müssen, der Senat, die Verwaltung, die Bezirke, die müssen jetzt ins Bauen kommen, die müssen in Realisierung kommen. Wir haben nur 8 Jahre Zeit. Es ist so knapp für das enorme, die enorme Anstrengung, die man sich vorgenommen hat mit dem Mobilitätsgesetz. Wenn wir so weitermachen wie bisher, dann werden wir das Mobilitätsgesetz nie erleben. Dankeschön.